Coco, lebendiger als das Leben. Heute in Sehenswert. Komm her, Dante! Dante? Was ist hier los? Du musst bei mir bleiben, kapiert? Wir wissen noch gar nicht, wo wir sind. Willkommen im Land der Toten. Haben Sie etwas anzumelden? Ja, haben wir tatsächlich. Ja. Du musst vor Sonnenaufgang wieder zu Hause sein, sonst bist du hier gefangen. Für immer. Ich verwandle mich in ein Skelett. Was? Haha! Life sounds like... Das ist dein Ticket zurück, Muchacho. Hey, viel Spaß auf der Party. Ich bin ein Mega-Fan. Dürfte ich vielleicht... Das Feuerwerk. Was treibst du da? Ich laufe wie ein Skelett. Nein, so laufen Skelette nicht. Aber du läufst so. Nein, gar nicht. Schluss damit. Coco, lebendiger als das Leben. Ich bin furchtbar allergisch. Aber Dante hat doch keine Haare. Und ich habe keine Nase. Und trotzdem ist es so. Der 12-jährige Miguel lebt Musik, doch seine Familie hasst alles, was auch nur im Entferntesten mit Musik zu tun hat. Trotzdem möchte Miguel seinem Idol nacheifern und kommt so aus Versehen ins Reich der Toten. Schön bei Fuß, kapiert? Wir wissen noch nicht, wo... Das ist kein Traum. Ihr seid wirklich alle da. Hast du daran gezweifelt? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, das ist so eine Sache, die sich Erwachsene für Kinder ausdenken, wie Vitamine. Miguel, Vitamine gibt es wirklich. Nach dem hier glaube ich das sogar. Coco lebt von der farbenfrohen Gestaltung des Films. Auch wenn hier viele Skelette zu sehen sind, muss man keine Angst vor diesem Film haben. Coco zeigt die Bräuche anderer Kulturen und was es bedeutet, wenn ein toter Mensch vergessen wird. Dazu kommt die Musik, die hier in diesem Film eine große Rolle spielt. Wer den Film ansieht, wird staunen, lachen und vielleicht sogar ein wenig weinen. Aber auf jeden Fall wird er begeistert sein. Auch bei der Synchronisation hatte das Team großen Spaß. Du musst vor Sonnenaufgang wieder zu Hause sein, sonst bist du hier gefangen. Hallo, ich bin Claudio Pizarro und heute mache ich mal ganz was anderes. Wir sind hier im Studio für den Disney-Film Coco. Ich spreche die Rolle von Ernesto de la Cruz. Alles in Ordnung, Nino? Ernesto de la Cruz ist ein Volksmusiker gewesen. Im Reich der Toten ist er nach wie vor ein Superstar. Du bist dieser Junge, der aus dem Land der Lebenden gekommen ist. Sie? Der Mann ist Mexikaner. Ich bin Norddeutscher. Es ist ein ziemlicher Sprung gewesen, mich diesem Sängerbaden zu nähern. Die Musik ist nicht nur ein Teil von mir, sie ist alles von mir. Showtime, Chamaco! Bitte helfen Sie uns, Amigo! Am Anfang war ein bisschen schwierig. Ich war ein bisschen nervös. Natürlich, ich habe das noch nie gemacht. Aber dann mit der Zeit geht ein bisschen besser. Wir müssen so eine wichtige Fußballe spielen. Ich glaube, es gibt viele, viele Momente, wo sehr lustig sind. Ich bin ein Mega-Fan. Dürfte ich vielleicht... Und es ist wahnsinnig charmant und farbenfroh und skurril. Haben Sie etwas anzumelden? Ja, haben wir tatsächlich. Ja. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu lachen und es gibt gute Musik. Was treibst du da? Ich laufe wie ein Skelett. Nein, so laufen Skelette nicht. Aber du läufst so. Nein, gar nicht.
Schluss damit! Coco hat Elemente für Groß und Klein und ist damit der perfekte Film für kalte Abende. Daher bekommt er von mir auch 10 von 10 möglichen Punkten. Und weil mir der Film so gut gefallen hat, habe ich für Deutschland und die Schweiz eine Verlosung organisiert. Alle Zuschauer aus Deutschland haben die Möglichkeit, Eiswürfelformen, ein Lesezeichenset und Notizbücher zu gewinnen. Die Zuschauer aus der Schweiz haben die Chance auf einen Lautsprecher, ein Stifteset und eine Tasche. Um in den Lostopf zu kommen, schreibt ihr einfach eine Mail mit eurer Adresse an sehenswert@sfdonline.de. Einsendeschluss ist der 6. Dezember. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt sie in die Kommentare auf Facebook und YouTube. Coco ist ab dem 30. November in den Kinos zu sehen und ist für alle freigegeben. Um möglichst realitätsnah zu sein, besuchte das Produktionsteam von Coco auch Mexiko. Hola Miguel! Hola! In einem Pixar-Film muss wirklich alles stimmen. Und so haben wir für Coco gründlich im wunderschönen Mexiko recherchiert. Unsere Schauplätze und Figuren sollten sich authentisch anfühlen. Deswegen wollten wir die Kultur Mexikos mit ihren vielen Traditionen persönlich kennenlernen. Wir haben große Städte und kleine Dörfer besucht und Schuhmacherbetriebe, die seit Generationen in Familienhand sind. Das war für Grafik, Handlung und Charaktere unglaublich informativ. Wir erlebten die Farben und Gerüche und Sehenswürdigkeiten und das super leckere Essen. Nimm noch ein paar. No gracias. Sie? Ich wusste doch, dass du das sagst. Die herrliche Architektur, die Papel Picados, die Alebrijes, alles ist auf verschiedenste Weise in den Film eingeflossen. Die Recherchen vor Ort schlugen sich nicht nur im Design, sondern auch in der Handlung nieder, etwa in der Bedeutung von Familie. Unerhört! Man erfährt so viel, wenn man sich auf die Familie besinnt. Woher man kommt. Keine Musik! Wohin man geht. Ich werde Musiker! Während die Geschichte Form annahm, merkten wir, dass es im Film mindestens genauso sehr um Musik geht wie um Familie. Die Filmmusik sollte klingen wie aus dieser Welt geboren, mit vielen typischen mexikanischen Instrumenten. Für die Aufnahmen sind Jermaine Franco und Camilo Lara nach Mexico City geflogen. Über 50 Musiker spielten in den verschiedenen Musikrichtungen. Banda, Norteño, Jarocho, Mariachi. Es war fantastisch. Showtime, Chamaco! Wir hatten die Crème de la Crème der dortigen Musikszene und wurden so der Vielfalt der mexikanischen Musik gerecht. Wir haben viel Referenzmaterial gedreht, damit die Animationskünstler jedes Detail beim Musizieren richtig hinbekamen. Nicht übel für einen Toten. Die haben so viel Arbeit und Gefühle in diese Songs gesteckt. Da will man gleich mit juchzen. Selber nicht übel, Gordito. Ich war sehr angenehm überrascht, wie aufwendig alles für diesen Film vorbereitet und entwickelt wurde. Die Musik, die Farben, die Handlung, die Figuren. Das macht Pixar-Filme so einzigartig. Sie sind für die Ewigkeit. Ich bin ein Glückspilz, dass ich mit so vielen wunderbaren Menschen zusammenarbeiten durfte. Es war ein Traum. Ich konnte Erfahrungen aus meiner eigenen Familie in einen so liebenswerten Film einbringen wie Coco. Ich freue mich darauf, ihn mit der ganzen Welt zu teilen. Coco, lebendiger als das Leben.